deswegen überanstrenge ich mich heute nicht. Ich bin ja auch schon ein älterer Herr. Wenn ich ja Pech habe, ist immer eine Gegenmutter. Aber Geld spielt ja bei so einem Projekt eher eine untergeordnete Rolle, denn wenn man nicht bereit ist zu investieren, braucht man sowas gar nicht anfangen. Was machst du? Den Boden halbwegs säubern. Weil wir heute noch eine Schablone abnehmen wollen. Für einen Bodenbelag, den wir dann hier hineinpimpern. Boah, das Schaufel ist aber auch nicht wirklich geeignet. Das steht in der Mitte hoch. Ja, das ist ein Grundsatz. Das ist der Dreck von Jan. Ja. Wir werden jetzt die Schablonen zuschneiden, die wir für den Bodenbelag brauchen. Und dazu schneiden wir jetzt einmal für den Cockpitboden so eine Gewächshausfolie Folie grob zu. Wir haben auf der Dullner Bootsmesse da was gesehen, was uns gefallen hätte. Und der hat gemeint, man soll so eine Gewebefolie nehmen für Muster. Wir haben die Gewebefolie im Cockpit ausgebreitet. Und Sabina hat einmal eine Kante angezeichnet. Also eigentlich ist die zweite Kante, weil die erste Kante ist die Hinterwand des Cockpits. Die da. Ja. Das war die einzige gerade Kante von der Gewebefolie. Okay, das musst du halt merken, dass das hinten schneidest halt gerade, oder? Sollen wir dann gleich das grün karierte als Boden reinbieten? Nein. Nicht? Meine beschwerende Rolle ist, dass ich die Folie gespannt halte mit meinen Beinen oder Füßen. Und Sabine hat jetzt auf der anderen Seite angezeichnet, wo sie es abschneidet. Das ist ja nur die Obertür. Die Kür kommt dann da drinnen im Salon mit diesen ganzen runden Kurven. Bevor wir es vom Boden wegnehmen, müssen wir uns noch das Eck auszeichnen, was wir rund ausschneiden müssen, wo die Bodenabflüsse aber sind. Die das gehört so rund ausgeschnitten. Ne? Ja. Schau. Jetzt geht es um die Eckabflüsse. Da kommt der zweite Gulli. Ja, aber zeichnen es geht 2 cm größer, Olaf. 2 cm? Ja. Ist das dein Ernst? Ja. So viel? Ja. Weil ich muss ja das dann anschrägen, weißt? Von dem Belag weg ins Eck. Die erste Schablone ist fertig. Wir werden mal schauen, was dann daherkommt. Als grenzenloser Optimist habe ich mir bereits ein Tablet für die Navigation bestellt. Schauen wir, was da gekommen ist. Eine Wandhalterung. Haben es 2 reingetan. Muss ich schauen, ob ich 2 gezahlt habe. Ich habe mir so eine Schmalspur Galaxy A9 Plus bestellt. Das kostet knapp 200 Euro. Da denke ich mir, das wird für die Navigation gut genug sein und für fallweise andere Sachen. Das wird die Schutzhülle sein. Gut, normale verzinkte Schrauben. Weg damit. Stromanschluss ist da unten. Jetzt könnte ich das so an die Decke montieren. Da kommt das Stromkabel raus. Da ist der Fahrersitz. Und wenn ich es nicht brauche, kann ich es zusammenlegen und weg tun. Ja, man kann das dann noch in alle möglichen Richtungen schwenken. Das geht relativ streng, was ja gut ist an Bord. Ich muss mir dann einen Platz suchen. Da werde ich dann vielleicht noch ein Holzklötzchen hinlaminieren, wo ich das befestigen kann. Und der Navigation mit Navionics im Steuerstand steht nichts mehr im Weg. Jetzt noch geschwind zusammenpacken
und ab aufs Boot. Grüß euch und willkommen auf Squib. Ja, es ist bereits Mitte Juni, jetzt sind es noch ungefähr 6 Wochen, wenn ich das umrechne. Ein bisschen mehr als 40 Tage, bis wir starten wollen. Ja, ein paar Tage kann man dazugeben vielleicht noch. Und wir machen riesen Fortschritte, aber so richtig kürzer wird die Liste auch nicht. Jetzt bin ich dabei, mir das Werkzeug wieder herzurichten. Ich habe ja das letzte Mal das ganze Vordeck gespachtelt. Das werde ich heute abschleifen und nachspachteln. Außerdem möchte ich die beiden Seitendecks ebenfalls machen, damit wir dann das Streichen des Decks angehen können. Und nächste Woche soll auch der Motor auf der Backbordseite positioniert werden. Da wird mir der Kurt, der Bootsmechaniker von hier, helfen. Und anschließend kann ich dann Auspuff, Kühlwasseranlage und das alles machen. Dann ist die eine Seite fertig. Und wenn ich mal alles abgeschaut habe, was ich auf der anderen Seite anbauen muss, dann kommt die Steuerbordmaschine raus, wird serviciert, das wird aber relativ flott gehen müssen. Vielleicht mit der Ersatzteilbestellung eine Woche und in der Zeit wird die ganze Bilge renoviert und zusammengebaut. Wenn ich daran denke, dass ich auch das Badezimmer noch komplett bauen muss, denke ich mal, ich sollte den Medley-Zettel hier abgeben und komplett herziehen und jeden Tag 14 Stunden arbeiten. Aber ich glaube, da ist Sabina nicht einverstanden, wenn ich zu Hause nicht mehr auftauche. Mein Makita-Schleifer hat gestern den Geist aufgegeben, er dürfte einmal zu oft runtergefallen sein. Ich habe gegen das eine Versicherung abgeschlossen bei Amazon und bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich kann nur sagen, die Versicherung zu erreichen ist nicht leicht. Ich habe allerdings auch erst 10 Minuten in die Recherche gesteckt. Nichtsdestotrotz, mein drittexzenter Schleifer wird es vielleicht heute auch tun. Den stellen wir gleich mal auf Maximum Power. Schauen wir. Wenn ich schon dabei bin beim Schleifen, werde ich auch hier noch einmal drüber schleifen, wo die Scheuerleiste, die hölzerne, draufkommt. Hier sind beim Bauen so ein paar Epoxy-Reste drauf geblieben beim Wegnehmen und die werde ich zuerst mit der Feine entfernen und dann nachschleifen. Ich habe mir gerade die richtige Arbeit ausgesucht für unseren zweiten 30er heuer und das letzte Mal habe ich diese Luke da ein bisschen festgeklebt, das ist aber eh ganz leicht aufgegangen. Man sieht, dass es nicht ganz eben ist und auch hier muss ich schleifen, bevor ich dann den Rand lackieren und in der Mitte Kiwi Grip aufbringen kann. Kurzes Update zu Squib. Gestern habe ich diese Seitendecks, Backbord und Steuerbord geschliffen und anschließend gespachtelt. Ich habe dann auch noch ein paar so klitzekleine Stellen an Squibs Rumpf ausgebessert. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Da war ein kleines Loch, das habe ich auch zugespachtelt. Oder hier sind ein paar Stellen, hier, ich muss mal genau schauen, damit ich es überhaupt finde. Ja, irgendwo war da noch eine zweite Stelle, das weiß ich. Sabina wird heute Nachmittag nach der Arbeit kommen und das Schiff ein finales Mal lackieren. Und ich muss bis dahin eben diese ganzen Stellen ausgebessert haben. Nach der dritten Lackschicht werden wir das mit dem Rumpflackieren einmal sein lassen. Wir haben nur mehr 6 Wochen Zeit und ich bin bereits jetzt am Vordeck am Arbeiten, dass ich das auch schon breimern kann. Leider geht es nicht so, dass ich von oben nach unten arbeiten kann. Das ist irgendwie nicht gegangen, so muss ich mich von unten nach oben weiterarbeiten. Aber durch diesen deutlichen Überhang da dürfte das kein Problem sein, weil wenn es runterrinnt, tropft es am Boden und nicht auf den frisch lackierten Rumpf. Ja, da sieht man auch noch so eine Stelle, die habe ich gestern ebenfalls noch gespachtelt. Leider habe ich es vorher nicht fotografiert, wie es vorher ausgeschaut hat, das war nämlich fürchterlich.
da dürften meine Voreigner etliche Male angerumst sein. Es hat heute schon weit über 30 Grad und ich kann mich eigentlich nur mehr zu so Alibi-Arbeiten aufraffen. Jetzt werde ich da diesen Dreck von 3 Jahren aus diesen Rillen entfernen hier, denn ich möchte ja das Vordeck fürs Streichen herrichten und da muss natürlich das auch sauber sein. Ich habe jetzt mein Leiberl komplett mit Wasser getränkt und in Kombination mit dem leichten Lüfterl, das weht, habe ich jetzt ein relativ angenehmes Körperklima, wenn ich hier am heißen Vorschiff arbeite. Wenn es geht, möchte ich heute noch das Vorschiff mit Primer streichen, aber dazu muss ich natürlich alles sauber haben. Was macht Sabine? Sie schrauft die Scheuerleiste los. Wie fühlst du dich? Kopfüber. Wir nehmen gerade die frisch gebogenen Scheuerleisten runter. Sabine ist drinnen und schraubt los. Und ich werde sie dann außen halten. Vorne bis hierher ist schon abgeschraubt. Ja. Ich hobe gerade die Unterseite der neuen Scheuerleisten. Anschließend gebe ich die Stellen ab, wo man von oben einen Hohlraum sieht. Und dann werde ich angedicktes Epoxy, aber dünnflüssiges angedicktes Epoxy von der anderen Seite reinleeren, sodass sich der Spalt komplett füllt. Andicken werde ich es mit Sägemehl. Genauso wie bei den kürzeren Heckstücken habe ich mir jetzt mit Sägespäne Epoxy angemacht, relativ dünnflüssig. Und das träufle ich da jetzt in die Spalten rein. Das Ganze muss ich 2-3 Mal machen, denn es dauert einfach seine Zeit, bis das alles da reingesickert ist. 1,5 Stunden später. Ja, so lange dauert das, bis man da mehrmals nachsickert. Und es sind 150 Gramm draufgegangen. Die Fugen sind schön angefüllt. Und jetzt bin ich dabei, das Ganze zuerst mit der Fein flach zu machen und dann zu schleifen, bis man nur mehr das Holz sieht. Ich habe jetzt einmal die Oberseiten mit der Fein ein bisschen glatter gemacht. 80er Papier und los geht's. Nach Abziehen des Klebebandes sieht man hier deutlich, dass das angedickte Epoxy bis runter gesunken ist. An anderen Stellen war wahrscheinlich irgendwas dazwischen und da ist der Spalt noch offen. Das wird natürlich heute zugeklebt. Ich bin heute Vormittag noch zu Hause. Sabina sitzt drinnen und macht Homeoffice. Und ich schleife noch geschwind die Kiste von Günther und unsere 2 Laden ab. Da habe ich ja die Hohlkellen gezogen vor ein paar Tagen. Denn Sabine hat sich bereit erklärt, nach der Arbeit das Ganze einmal zu grundieren. Es ist ja schon 20. Juni und wir haben nur mehr 6 Wochen, bis wir losfahren wollen. Und gerade diese kleinen Arbeiten halten sehr auf und da hilft es mir sehr, wenn mich Sabine so unterstützt.
Ich schleife gerade das hintere Seitendeck ab, um es zum Bremmen vorzubereiten. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich diese Hardware da oben, wenn es leicht geht, auch abmontieren. Dann könnte ich hier auch noch mit dem Exzenterschleifer drüber fahren. Schauen wir noch, wie es da ausschaut. Wenn ich ein Pech habe, ist immer eine Gegenmutter zu groß. Nein. Da dürfte immer eine Gegenmutter sitzen, denn es lässt auch nicht nach, wenn ich drehe. Nein. Ich will es jetzt gar nicht ausnudeln. Ich lasse das oben bis Sonntag, bis der Diener da ist. Ich kann hier rundherum schleifen und das Stückel geht am Sonntag auch. Heute hat es wieder weit über 30 Grad, also jetzt ist es ungefähr 2 Uhr vorbei und es hat schon 32 Grad und es geht natürlich noch rauf. Und deswegen überanstrenge ich mich heute nicht. Ich bin ja auch schon ein älterer Herr und schleife momentan gerade diese hölzernen Scheuerleisten, die ich mit Rudi gebaut habe, also die Rudi mit mir gebaut hat, damit wir das richtig sagen. Wenn ich damit fertig bin, drehe ich die Leisten dann so, dass die Außenseite oben ist, entferne noch die restlichen Schrauben, die drinnen sind. Die habe ich, solange das noch nicht so richtig zusammengeklebt war, weil es waren ja etliche Hohlräume auch nach dem Verkleben noch, die ich jetzt aufgefüllt habe. Da hole ich die letzten Schrauben raus, dann bohre ich die Löcher auf und werde sie ebenfalls mit Sägespänen angedickten Epoxy auffüllen. Ich schätze, für diese Leisten werde ich schon 50 Stunden brauchen. Also es ist sehr zeitintensiv, aber dafür hat man natürlich ein Unikat und nicht irgendeine Plastikleisten von der Stange, die natürlich weniger Zeit, aber dafür mehr Geld kostet. Aber Geld spielt ja bei so einem Projekt eher eine untergeordnete Rolle, denn wenn man nicht bereit ist zu investieren, braucht man sowas gar nicht anfangen. Alleine die Liegeplatzkosten für 3 Jahre hier betragen fast 8000 Euro. Und in der Zeit bin ich keinen Meter gesegelt. Man muss sich das überlegen, wenn man sowas anfängt. Mein Sohn David war heute unerwartet auf Besuch und er hat mir geholfen, hier die restliche Relingstütze zum Abmontieren. Allerdings haben wir eine Schraube nicht aufbekommen. Da dürfte unten die Mutter einlaminiert sein, dreht sich aber durch und er musste dringend weg. Na gut, ich probiere das jetzt mit in die Höhe ziehen, also quasi die Mutter unter Druck setzen. Das mache ich mit Hilfe dieser zwei Schraubendreher. Zusätzlich drücke ich dann noch die Relingstütze nach außen und dann versuche ich die Schraube zu drehen. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Wo es jetzt noch hängt, die ist offen. Die ist offen und da ist die Mutter unten drauf weg und ich weiß nicht, warum die so sich wehrt. Aha, da war die Mutter doch nicht offen. Wurscht, das muss ich sowieso alles neu machen. Das werde ich jetzt noch schleifen und heute noch spachteln und eventuell unten ein Holz dagegen kleben. Aber das Ding ist endlich weg. Es ist Samstag und Sabina ist wieder mit. Und es hat 32 Grad. Vormittag. Meine Lieblingsarbeit.
Maltassen recyceln. Ja, das ist voll leibend, wenn sie das in so Schichten anlässt. Wenn sie sich anlässt. Ich bin heute Vormittag zu Hause. Sabina sitzt drin und macht Homeoffice. Und sie hat sich bereit erklärt. Scheiß Auto, scheiß Flugzeug, scheiß Lärm.